Im dritten Kapitel dieser Vorlesung möchte ich nun grundlegende Aspekte zur Regelung elektrischer Antriebssysteme betrachten. Das heißt, wir werden zunächst uns anschauen, wie sehen üblicherweise Antriebssysteme aus? Das ist standardmäßig heutzutage eine sogenannte Kaskadenregelungsstruktur. Diese hat ihren Ursprung in der Regelung von Gleichstrommaschinen, die lange Zeit als Servoantriebe eingesetzt wurden. Deswegen werden wir zunächst anfangen, in die dynamische Modellierung und Regelung der Gleichstrommaschine am Beispiel der permanent erregten Gleichstrommaschine betrachten und daraus ableiten, wie wir jetzt diese Kaskadenregelung auszulegen haben, beziehungsweise diesen Regler in Kaskadenstruktur und wie der typisch aufgebaut ist. Und anschließend werden wir versuchen, das auf Drehfeldmaschinen zu übertragen. Dabei werden wir uns anschauen, wie Maschinen durch Raumzeiger beschrieben werden. Und die Idee dabei ist, dass wir durch Umrechnen der Größen und Rechnen mit diesen Raumzeigern dann zu einer ähnlichen Regelungsstruktur kommen, wie auch bei den Gleichstrommaschinen und dann sozusagen die Vorgehensweise der Gleichstrommaschine adaptieren wollen. Deswegen haben wir im letzten Kapitel dann eine allgemeine Betrachtung etwas vereinfacht zur Auslegung von Drehzahl- und Lageregelkreisen. Zunächst mal Motivation, warum müssen wir überhaupt geregelte Antriebssysteme einsetzen? Generell wird es so sein, dass in den meisten Fällen eine einfache Drehzahlsteuerung von Antrieben, das heißt zum Beispiel bei der Gleichstrommaschine nur eine Spannungsverstellung oder bei der Asynchronmaschine nur eine U durch F-Steuerung, in vielen Fällen nicht ausreichend ist, insbesondere dann, wenn wir Lage, Position eines Arbeitsprozesses einstellen wollen. Das heißt, wenn wir irgendwo Servoantriebe haben und wenn wir mit hoher Dynamik, Geschwindigkeit irgendwelche Antriebsaufgaben bewerkstelligen wollen. In solchen Systemen brauchen wir immer irgendwo eine Art von Rückführung und eine Regelung, damit wir den Bewegungsprozess sauber steuern können. Sauber heißt in diesem Sinne zum Beispiel, dass eine Lageregelung ohne Überschwingen stattfindet und dass wir trotzdem relativ schnell in eine Endposition ranfahren können. Was ist jetzt allgemein gleich bei Antriebssystemen? Generell ist es so, dass als Stellglied bei Antriebssystemen eine leistungselektronische Schaltung irgendwo wirken wird. Diese verändert ihre Spannung und oder den Strom und beeinflusst damit die Klemmengrößen einer elektrischen Maschine, sodass wir Drehzahl, Drehmoment letztlich regeln können. Grundsätzlich ist heutzutage die Struktur, die wir häufig antreffen bei elektrischen Antriebssystemen, eine sogenannte Kaskadenregelung bzw. eine Kaskadenstruktur. Das heißt, wir haben mehrere Regelkreise, die ineinander verschachtelt sind. Das ist hier mal schematisch dargestellt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite hier unsere elektrische Maschine mit der angekoppelten Last. Das heißt, hier die Last, die irgendwo beschrieben wird durch ihr Lastträgheitsmoment, die ein Widerstandsmoment erfordert. Diese soll durch den Motor angetrieben werden. Wir haben jetzt hier Getriebe oder mechanische Übersetzungsglieder vernachlässigt. Der Motor selber hat zur Beeinflussung hier seine elektrischen Anschlussgrößen. Das heißt, wir haben hier die Klemmen, normalerweise ein- oder dreiphasig, wo wir die Motorspannung einstellen können, beziehungsweise wenn wir einen Regler haben, auch den Motorstrom regeln können und damit letztlich den Lastprozess beeinflussen können. Das heißt, hier steuern, wie sieht zum Beispiel das Motormoment aus, wie ändert sich die Winkelgeschwindigkeit an der Motorwelle. Wir messen die Drehzahl bzw. Winkelgeschwindigkeit an der Motorwelle. Das ist ja das, was wir eigentlich einstellen wollen, wenn wir einen drehzahlgeregelten Antrieb haben. Generell aber bei dieser Kaskadenstruktur haben wir hier diese Verschachtelung dieser mehreren Regelkreise. Üblicherweise haben wir einen inneren Stromregelkreis, dass wir direkt den Zuleitungsstrom zum Motor messen, weil üblicherweise das Motormoment proportional zum fließenden Strom ist. Das heißt, man kann auch sagen, das ist eigentlich ein Momentenregler. Und wir können durch eine Strombegrenzung damit das Moment der Maschine auch begrenzen, beziehungsweise wir können direkt sozusagen das Drehmoment beeinflussen. Das ist der innerste Regelkreis. Dann haben wir einen äußeren Regelkreis, den Drehzahlregler, dessen Aufgabe ist es hier, eine konstante oder veränderliche Drehzahl einzustellen, wenn wir eine Folgewertregelung haben. Das heißt, hier wird die gemessene Drehzahl verglichen mit einem Sollwert. Der kann jetzt direkt hier irgendwo herkommen oder er kann durch einen Lageregler erzeugt werden und dieser gibt selber wieder am Ausgang einen Stromsollwert vor. Das heißt, der Drehzahlregler regelt nicht direkt die Spannung an der Maschine, sondern indirekt darüber, dass er den Sollwert für den Stromregler vorgibt und dieser beeinflusst dann, wie die Spannungsänderung an der Maschine stattfindet. Und zusätzlich können wir nochmal einen
überlagerten Regelkreis haben wir als Lageregler. Das heißt, wenn wir betrachten, die Drehzahl integriert, deswegen hier das 1 durch S, haben wir die Lage bzw. Position, dann können wir hier auch die Sollposition mit der Istposition vergleichen und der Regler passt seine Ausgangsgröße so an, dass wir die gewünschte Position anfahren. Achtung, Lageregler sollten normalerweise kein Überschwingen haben, weil dies zu Problemen in Prozessen führen kann, wenn wir sozusagen die Endposition überschreiten würden, die wir eigentlich erreichen wollen. Anders sieht das bei Drehzahlen bzw. bei Strömen aus. Dort kann im Normalfall ein gewisses Überschwingen toleriert werden, bei der Lageregelung üblicherweise nicht. Warum nimmt man jetzt diese Struktur? Generell ist es so, ein Antriebssystem ist in Anführungszeichen ein vergleichsweise kompliziertes regelungstechnisches System und es kann schwierig sein, mit einem einzigen Regler die dynamischen Anforderungen an das System einfach zu erfüllen. Es gibt derartige Regelungen, das heißt direkte Drehzahlregelungen, einschleifige Regelkreise, aber auch dort braucht man eine Begrenzung des Motorstromes und damit des Motormomentes. Die Kaskadenregelung hat den Vorteil, dass wir üblicherweise die einzelnen Regler deutlich einfacher auslegen können, als wenn wir das Gesamtsystem betrachten. Das heißt, wir zerlegen das Gesamtsystem in kleinere Teilsysteme und können die Regelkreise vereinfacht auslegen. Nachdem wir die Regelkreise ausgelegt haben, können wir den geschlossenen Regelkreis von innen nach außen gehend oftmals als vereinfachtes System, zum Beispiel P-Element oder PT1-Element, betrachten, um die anderen Regelkreise auszulegen. Das heißt, wir können die unterschiedlichen Regelkreise weitestgehend unabhängig voneinander auslegen. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, wenn der Stromregelkreis hier, wenn wir nochmal zurückgehen, sinnvoll ausgelegt ist, dann wird jetzt hier über den Sollwert, der am Drehzahlregler rauskommt, direkt der Strom für die elektrische Maschine vorgegeben. Das heißt, dieses ganze Gebilde, was hier aus dem nichtlinearen Pulsweitenmodulator besteht und der leistungselektronischen Schaltung sowie dem Stromregler, können wir alles ersetzen durch ein P-Element oder ein PT1-Element. Und dann können wir den Drehzahlregler zum Beispiel allgemein für unterschiedliche Arten von Maschinen in ähnlicher Art und Weise auslegen, weil der Stromregelkreis immer eine PT1-Charakteristik hat. Tatsächlich ist es so, der Stromregelkreis ist der, der am unterschiedlichsten ist zwischen den unterschiedlichen Maschinentypen. Das heißt, der ist von dem jeweiligen Maschinentyp abhängig. Die anderen kann man dann etwas allgemeiner betrachten. Grundsätzlich erfolgt die Auslegung der Regelkreise immer von innen nach außen. Das heißt, der innerste Regelkreis hat die kleinste Zeitkonstante. Wenn der dimensioniert ist, können wir den nächsten dimensionieren. Das heißt, man legt zunächst den Stromregelkreis aus, betrachtet den als PT1-Element oder als P-Element mit einer sehr kleinen Zeitkonstante. Danach kann man den Drehzahlregelkreis auslegen. Ist der ausgelegt, kann man auch wieder das resultierende Gesamtsystem vom Drehzahlsollwert bis zum Drehzahlausgang wieder als PT1-Element betrachten und kann dann den Lageregelkreis wieder auf dieses PT1-System abstimmen. Eine weitere wichtige Eigenschaft bei der Kaskadenregelung ist, dass wir in der Lage sind, innere Größen unseres Systems zu begrenzen. Das heißt, wenn wir die Struktur nochmal angucken, wenn wir hier den Sollwert für den Stromregler, das heißt den Ausgangswert, begrenzen, dann können wir damit auch das Motormoment begrenzen und den Strom, den unsere leistungselektronische Schaltung liefern muss. Das heißt, einfach durch die Stellgrößenbeschränkung, sofern dieser Regler sinnvoll arbeitet. Und das ist in vielen Fällen nötig, weil wir damit den Motor vor Überlastung schützen können, aber auch unsere Leistungselektronik. Genauso können wir auch hier durch Begrenzung des Ausgangswertes des Lagereglers die Drehzahl an der Welle begrenzen, einfach durch die Stellwertbegrenzung, sofern der Drehzahlregler sinnvoll arbeitet, und damit Sorge tragen, dass wir hier nicht zu große mechanische Fliehkräfte zum Beispiel auf unser elektromechanisches System kriegen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, innere Größen, auch zusätzlich innere Systemgrößen des Antriebssystems zu begrenzen. Das haben wir nicht, wenn wir nur einen äußeren Drehzahlregler haben und hätten keinen inneren Stromregler. Deswegen braucht man bei einer direkten Drehzahlregelung häufig zumindest einen Strombegrenzer, um Motor oder Leistungselektronik zu schützen. Und das spricht sozusagen für diese Anordnung der Kaskaden. Regelung. Was ist der Nachteil? Im Wesentlichen können wir zwei Nachteile für eine Kaskadenregelung feststellen. Es kann sein, dass für Führungsgrößenänderungen eine Kaskadenregelung langsamer reagiert als ein einschleifiger Regelkreis. Das heißt, wenn wir da reingucken, eine Positions- oder Drehzahländerung muss sozusagen hier durch den gesamten Kreis erstmal durchlaufen, um hier eine
Wirkung zu verursachen. Bei der direkten Drehzahlregelung ist es möglich, dass das gegebenenfalls schneller geht. Dieses Problem kann man dadurch lösen, dass man per Vorsteuerung hier auf die Sollwerte weitere Werte dazu addiert, wenn man zum Beispiel eine Führungsgrößenänderung hat, dass man sozusagen schon weiß, okay, ich muss beschleunigen, brauche also einen größeren Stromsollwert, um schneller an diese Position ranzufahren. Und der zweite Nachteil ist natürlich, diese Struktur ist komplexer. Das heißt, ich brauche Stromsensoren, ich brauche einen Drehzahlsensor, gegebenenfalls Lagesensor, ich brauche drei einzelne Regler und nicht nur einen Regler, was natürlich höhere Kosten verursachen kann. Das heißt, diese zusätzlichen Größen müssen wir durch Sensoren erfassen oder gegebenenfalls errechnen. Wir wollen das Ganze jetzt dann an einem Beispiel betrachten. Wie bereits gesagt, die Kaskadenstruktur hat ihren Ursprung eigentlich bei der Regelung von Gleichstrommaschinen und wird aber auch bei anderen Maschinentypen eingesetzt. Das heißt, dieses Bild, was jetzt sehr ähnlich ist zu der Kaskadenstruktur, die wir vorher betrachtet haben, wird jetzt uns dazu dienen, das mal systematisch als regelungstechnisches System zu betrachten. Das heißt, wir gehen davon aus, wir haben einen permanent erregten Gleichstrommotor. Das heißt, wir haben hier diesen Permanentmagneten, der ein konstantes Feld erzeugt. Wir haben einen DC-DC-Wandler, der eine Eingangsspannung UQ aufnimmt in Abhängigkeit von einem Steuersignal, das hier als pulsweitenmoduliertes Signal drauf geht, dann seine Ausgangsspannung einstellt, um die Motorspannung anzupassen. Wir wissen ja, beim Gleichstrommotor ist die Drehzahl proportional zur angelegten Spannung. Gleichzeitig werden wir aber hier den Strom messen, haben also einen Stromregler, eine unterlagerte Stromregelschleife und außen drumherum nochmal einen Drehzahlregler, und dieses wollen wir jetzt betrachten, um dieses gesamte dynamische System auszulegen. Das heißt, diese Kombination aus Pulsweitenmodulation, DC-DC-Wandler, Motor und den Reglern werden wir benutzen, um uns anzuschauen, wie kann man systematisch vorgehen, wenn man ein geregeltes Antriebssystem hat. Zur Vereinfachung werden wir von Folgendem ausgehen. Wir werden hier am Ausgang nicht das gesamte mechanische Übertragungssystem betrachten, sondern wir gehen davon aus, dass unsere mechanische Last, unser Lastprozess umgerechnet ist auf die rotierende Motorwelle. Das heißt, wir haben ein resultierendes Trägheitsmoment, ein resultierendes Moment an der Welle und betrachten also unsere Belastung nur als ein Lastträgheitsmoment plus ein Widerstandsmoment, was hier an der Motorwelle wirkt. Und uns interessiert jetzt nicht, wie ist jetzt der Übertragungsprozess. Auf der mechanischen Seite haben wir eine Umformung von einer rotierenden in eine Linearbewegung oder haben wir einen Getriebewirkungsgrad, sondern das soll hier alles mit reingerechnet sein, um diese Darstellung möglichst allgemein zu halten. Deswegen ist hier auch unter Übersichtlichkeit halber dieser Lageregelkreis nicht eingezeichnet.